Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Madden Ultimate Team Let's Talk Football. Jo, liebe Leute, und es ist soweit, der Combine liegt hinter uns, aber der ist heute nicht Thema der Folge. Das ist einfach zu viel, ey. Wenn wir uns jetzt mit dem Combine beschäftigen, ja, Halleluja. Also ich gehe mal davon aus, da werdet ihr einiges mitgekriegt haben. Aber das wäre jetzt zu krass, das würde den Rahmen sprengen. Stattdessen kümmern wir uns etwas, was nächste Woche anliegt. Denn nächste Woche beginnt die Free Agency am 14. Und ja, da wollen wir uns ein kleines bisschen mit beschäftigen. Denn es ist ja so, dass immer wieder bestimmte Begriffe auftauchen, gerade mit dem Begriff Free Agency, die jetzt für neue Leute oder jetzt so Leute, die sich jetzt nicht so intensiv mit Football beschäftigen, Neuland ist. Und ja, für euch mache ich heute sozusagen einen kleinen Roundup. Worum geht's, wenn ihr zum Beispiel Begriffe wie Franchise Tackle, was ist das genau und welche Unterschiede gibt es da? Und darum wollen wir uns heute mal kümmern. Wie gesagt, einen kleinen Ausblick über ein paar Begrifflichkeiten machen, damit ihr für Free Agency gut gewappnet seid und auch ein bisschen was versteht. Und ja, das erste ist, habe ich schon gesagt, ist der sogenannte Franchise Tag. Ich denke mal, darüber werden schon die meisten von euch gestolpert sein. Aber was ist jetzt eigentlich der Franchise Tag? Der Franchise Tag ist die Möglichkeit für ein Team, sich an einen Spieler, beziehungsweise den Spieler an das Team, bei dem er unter Vertrag war, für ein Jahr zu binden, ohne ihm einen neuen Vertrag zu geben. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel ein Team ist, du hast einen Spieler, dessen Rookie-Vertrag läuft aus und der ist zwar ziemlich gut, aber du bist dir halt nicht sicher, aus irgendwelchen Gründen, soll ich den jetzt den dicken Vertrag geben oder nicht? Denn ist immer eine gute Option, du setzt ihn in einen Franchise-Tag und bindest ihn für ein Jahr an dein Team. Doch muss man sagen, Franchise-Tag ist nicht gleich Franchise-Tag, denn da gibt es Unterschiede. Denn es gibt zum einen den Franchise-Tag, den wir alle kennen, das ist der sogenannte Exclusive-Franchise-Tag. Was bedeutet das denn jetzt? Im Endeffekt ist der Exclusive-Franchise-Tag sozusagen ein Franchise-Tag, wo der Spieler festgebunden ist. Das heißt, er hat keine Möglichkeit, irgendeiner Weise Vertragsverhandlungen mit anderen Teams aufzunehmen und wird definitiv fest dieses Jahr für diesen Verein spielen. Ja, jetzt werden sich natürlich die meisten fragen, was verdient der Spieler denn? Kriegt er da irgendwie so eine Art Veteran Minimum oder gibt es da einen bestimmten Betrag? Das richtet sich immer nach den Gehältern der anderen Spieler. Und zwar ist es so, dass es bei einem Exclusive Franchise Tag so ist, dass man die Top 5 Gehälter der jeweiligen Position nimmt aus der NFL und daraus einen Durchschnitt bildet. Beziehungsweise sollte das Gehalt, was man vorher bekommen hat, schon so hoch sein, dass es sowieso mehr ist als dieser Durchschnittswert, gibt es 120% des Vorgehalts. Also zum Beispiel, wenn du jetzt nimmst Tom Brady, der bei den Quarterbacks definitiv mehr kriegt, also letztes Jahr mehr gekriegt hat, als jetzt diese Durchschnitt aus den 5 Besten, der würde der wahrscheinlich 120% des Vorgehalts kriegen. Man nimmt immer das, was für den Spieler besser ist. Also was mehr für den Spieler bringt, das wird ausgewählt. Da gibt es jetzt keine Wahlmöglichkeit, da nimmt man einfach das, was für den Spieler mehr Knete bringt. Ja, wie sieht es denn aus bei den Durchschnitt der Top 5 Gehälter? Also was würde der Spieler denn kriegen? Das sieht 2018 so aus, dass Quarterback im Franchise-Tag 23,189 Millionen kriegen würde. Ein Running Back bekommt 11,8 Millionen, circa 866. Ein Wide Receiver bekommt 15,982 Millionen. Tight Ends knapp unter 10 Millionen, 9,846.
Offensive Line, da ist es ziemlich allgemein gehalten, also es gibt nicht einen Unterschied zwischen Center, Guard, Tackle. Offensive Line bekommt 14,077 Millionen. Defensive Ends 17,143 Defensive Tackles. Knapp unter 14 Millionen 13,939. Linebacker bekommen 14,961 Millionen. Cornerbacks, ja, fast genau dasselbe, 14,975. Safeties nur 11,287 und Kicker oder Panther, wenn die in den Franchise-Tag genommen werden, ganze 4,939 Millionen. Das ist natürlich, Kicker verdienen natürlich nicht annähernd so viel wie jetzt Teilen oder Wide Receiver, von daher ist das natürlich da ein bisschen weniger. Das sind jetzt natürlich erstmal ein paar grobe Zahlen, aber es ist jetzt nur ein reiner Überblick für euch. Ein Team hat natürlich auch die Möglichkeit, in zwei verschiedenen Jahren, also zwei aufeinanderfolgenden Jahren, jeweils den gleichen Spieler zu taggen. Das ist auch momentan der Fall, nämlich bei den Pittsburgh Steelers. Sie haben Le'Veon Bell in den Franchise-Tag gesetzt, beziehungsweise wollen ihn Franchise-Taggen und haben ihn letztes Jahr schon getaggt. Da ist es so, dass er denn nicht diesen Standardwert kriegt, den er bekommen würde, sondern da wäre es so, dass er halt das Geld, was er vor dem Jahr bekommen hat, also da diese Durchschnittsgehalte, Top 5 Gehälter, davon 120%, also nochmal 20% drauf. Das sozusagen fürs Team, das nicht so attraktiv machen, jemand zweimal zu taggen, weil es einfach fürs Team teurer wird, sondern ja, das Team so ein bisschen zu zwingen, okay, mach jetzt einen Vertrag mit dem Spieler, er hat es verdient. Und tag ihn jetzt nicht nochmal. Ja, zusätzlich zu dem Exclusive Franchise Tag gibt es auch noch den nicht exklusiven Franchise Tag. Der Unterschied dazu ist zum einen das Gehalt, was er kriegt, denn das ist das Gehalt der Top 5 Spieler der jeweiligen Position. Das ist also gleich. Allerdings der letzten 5 Jahre. Also da nimmt man nicht nur den Schnitt der besten 5 Spieler, das ist also Quarterback zum Beispiel, sondern zusätzlich noch das Gehalt der Top 5 Quarterbacks in den letzten Jahren. Und da es ja so ist, dass die Gehälter jedes Jahr steigen, ja, ist es halt ein bisschen weniger als bei einem exklusiven Franchise-Tag. Allerdings, wo ist jetzt der Unterschied? Bei einem nicht exklusiven Franchise-Tag besteht die Möglichkeit für den Spieler, der getaggt wird, Kontakt zu anderen Teams aufzunehmen und auch unter Vertragsverhandlungen zu gehen. Kommt relativ selten zum Einsatz, also es ist eher untypisch, allerdings gibt es die Möglichkeit. Und dann ist es so, wenn ein anderes Team ein Angebot macht für den Spieler, hat das eigene Team insgesamt 7 Tage Zeit, ein gleichwertiges Angebot zu machen. Und ja, wenn das Angebot gleich ist, wird der Spieler auch bei seinem alten Team bleiben. Und sollte allerdings der Spieler ein sehr gutes Angebot kriegen und das eigene Team geht nicht darauf ein, lässt man den Spieler ziehen, erhält allerdings 2 First-Round-Draft-Picks. Sozusagen als Kompensation für das Geld, was man aufgebracht hat und den Spieler, den man verliert, erhält man immerhin 2 Draft-Picks zusätzlich. So. Ich habe heute ehrlich gesagt einen ordentlichen Frosch im Hals, muss ich sagen. Aber wir machen weiter. Zusätzlich noch zum exklusiven und nicht exklusiven Franchise-Tag gibt es auch noch den sogenannten Transitions-Tag. Das ist der schwächste der 3, zumindest von den Gehältern. Da werden nämlich den Durchschnitt aus den Top 10 Gehältern genommen, der jeweiligen Position. Und der Spieler darf bei einem Transition-Tag frei mit anderen Teams verhandeln. Das eigene Team hat dann wieder die Möglichkeit, 7 Tage ein gleichwertiges Angebot zu bieten. Sollte das nicht der Fall sein und der Spieler wechselt den Verein, gibt es allerdings keine zusätzlichen Draftpicks für das alte Team. Das heißt, da gibt es sozusagen keine Entschädigung für den Spieler und den Aufwand, den man dafür geleistet hat. Ist dieses Jahr auch tatsächlich schon geschehen, nämlich die Chicago Bears haben ihren Cornerback Fuller unter dem Transitions Tag gesetzt. Das heißt, sie wollen ihn binden für ein Jahr. Allerdings gibt es die Möglichkeit, wenn ein Team bereit ist, viel Geld auszugeben, dass er halt trotzdem den Verein wechselt. Zusätzlich zu diesen ganzen Tags muss man sagen, jedes Team hat pro Jahr genau einen Tag und auch nur, also nicht einen Franchise Tag und einen Transitions Tag, sondern einen von den drei.
Das heißt, es gibt nicht die Möglichkeit, dass jetzt New England hingeht und sagt, wir wollen Edelman Franchise Tag machen und damit Mackie Butler nicht außer abhaut, setzen wir den unter den Transitions Tag. Das ist nicht möglich, sondern du kannst wirklich nur einen Spieler binden pro Jahr, pro Team. Und daher ist es immer schwierig, okay, wen tagge ich, wie groß ist das Risiko, lohnt sich überhaupt? Es gibt auch Teams, die im Jahr keinen Spieler taggen, was natürlich auch fürs Team ziemlich teuer ist, und die bezahlen gutes Geld dafür. Und deswegen heißt es nicht, dass jedes Team jedes Jahr einen Spieler auf den Franchise-Tag setzt. So, wir gehen in die zweite Hälfte und wollen uns jetzt direkt nochmal mit Free Agents beschäftigen, denn da gibt es auch Unterschiede. Man glaubt es kaum. Allerdings, zur Einleitung, Free Agents ist klar, sind Spieler, die keinen aktuellen Vertrag haben, also bei denen der Vertrag ausgelaufen ist, nennt man sogenannte Free Agents. Und da gibt es den Unterschied zwischen Unrestricted und Restricted Free Agents. Unrestricted Free Agents sind die standardmäßigen Free Agents. Das heißt, Spieler ohne Vertrag, die keine Einschränkungen haben, Verhandlungen mit anderen Teams aufzunehmen, Angebote einzuholen, wo sozusagen das alte Team, bei dem er vorher unter Vertrag war, irgendein Mitspracherecht hat. Das heißt, Tom Brady's Vertrag läuft aus, New England will ihn nicht verlängern, er ist unrestricted free agents und kann ohne Probleme zu den Jacksonville Jaguars gehen, als Beispiel. Andersrum wäre zum Beispiel ein restricted free agent. Da gibt es allerdings Bedingungen. Nicht jeder Spieler kann ein restricted free agent sein. Der Spieler muss mindestens 3 Jahre bei einem bestimmten Team gespielt haben, bei seinem alten Team, und auch jetzt nicht nur verletzt gewesen sein, sondern man sagt, er muss mindestens 6 Spiele pro Saison gespielt haben, um diese Bedingungen zu erfüllen. Das heißt, ein Backup oder jemand, der jetzt wirklich sehr viel Verletzungspech hat, würde da nicht mit reinziehen. Und es muss vom alten Verein ein akzeptables Angebot vorhanden sein. Gehen wir wieder aufs Beispiel Tom Brady. Spielt seit 100.000 Jahren in New England, ist so gut wie nie verletzt. Und New England macht ein Angebot und sagt, okay, wir bieten dir jetzt noch einen 2-Jahres-Vertrag mit 50 Millionen. Was ein akzeptables Angebot ist. Denn wer Tom Brady ein Restricted Free Agent und kein Unrestricted. Wo liegt da jetzt natürlich der Unterschied? Es ist wieder der Unterschied, dass das alte Team, beziehungsweise das Team, was das Angebot macht, wo er vorher unter Vertrag war, Mitspracherecht hat. Jedes andere Team kann wieder ein Angebot für den Spieler machen. Allerdings hat das alte Team dann insgesamt 5 Tage Zeit, vom Angebot her gleichzuziehen und oder ihn halt ziehen zu lassen. Dann sagen wir, okay, das ist mir jetzt nicht wert, da irgendwas gegenzusetzen, dann lässt man ihn ziehen und er hält als Kompensation Draftpicks. Keine First-Round-Draftpicks, da geht es immer darauf, was man ihm sozusagen geboten hat, wie der Unterschied ist. Das entscheidet dann, was für ein Draftpick man kommt, also zum Beispiel ein Third-Round-Draftpick oder ein Second-Round. Jo, das sind die Draftpicks und ja, ganz zum Ende wollen wir uns nochmal mit einem Thema beschäftigen. Das habe ich schon mal besprochen in meinem 2017er Let's Play zu Madden, nämlich den Salary Cap. Das ist natürlich eine Sache, die gerade die Einkäufe, die Trades sehr beschäftigt und wo sich denn viele auch wundern, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel in New England ist so ein super Team, warum kaufen die sich jetzt nicht noch keine Ahnung, Julio Jones oder was weiß ich was, um wirklich unbeatable zu sein. Ja, das liegt teilweise an der Salary Cap. Der Salary Cap ist die Gehaltsobergrenze eines Teams für alle Gehälter der Spieler. Also alle 53 Leute müssen von einem Salary Cap bezahlt werden. Grundlegend ist das Salary Cap bei allen Teams gleich und liegt im Jahr 2018 bei insgesamt 177,2 Millionen Dollar. Wenn man sich jetzt die Cap Spaces anguckt, also was die Teams so übrig haben, ist natürlich unterschiedlich Tag und Nacht. Das liegt natürlich daran, die Teams haben schon Spieler unter Vertrag, viele, die verdienen unterschiedlich viel Geld und dadurch ist der gesunkene Salary Cap, also den Platz, den man noch hat, an Knete für die Spieler extrem unterschiedlich. Ja, dadurch kommt zum Beispiel, dass
Cleveland Browns noch einen Salary Cap von 108 Millionen Dollar haben. Das heißt, sie können auch ordentlich einkaufen. Andererseits zum Beispiel die Eagles oder Defending Super Bowl Champion hat einen Salary Cap von minus 11,2 Millionen. Das heißt, die sind ordentlich in den Miesen. Und das bedeutet, wenn die nicht aus dem Minus rauskommen, müssen die tatsächlich dann auch eine Strafe blechen. Das kann Geld sein, was sie dann bezahlen müssen. Es kann aber auch hingehen bis zu Verlust von Draft Picks im schlimmsten Fall. Das obliegt der NFL, wie sie da die Teams bestrafen. Aber ein Cap Space im Minus von 11,2 Millionen ist schon gar nicht mal so wenig. Und dann müssen sie noch gucken, dass sie da ein bisschen rauskommen. Gerade heute zusätzlich ist noch rausgekommen, dass sie Michael Bennett getradet haben von Seattle Seahawks. Der will auch nochmal einen guten Vertrag unterschreiben. Von daher muss Philadelphia noch ein bisschen was leisten, um Capmäßig in die Plus zu kommen. Da müssen sie ein bisschen was leisten. Ja, welchen Sinn hat dieser Salary Cap eigentlich? Der Salary Cap hat einen standardmäßigen Sinn. Nämlich, dass die NFL nicht so endet wie die Bundesliga. Ist natürlich jetzt nicht der offizielle Grund mehr, aber ihr wisst, was ich meine. In der Bundesliga ist es so, ein Team kann so viel Geld ausgeben, wie sie einnehmen. Da gibt es keine Grenzen, zumindest ist es mir nicht bekannt. Das heißt, ein FC Bayern kann 20, 30 Mal mehr ausgeben als ein FC Augsburg. Das ist in der NFL nicht so. Jedes Team hat einen bestimmten Betrag, den sie ausgeben dürfen an Gehältern. Und dadurch kann es halt auch sein, dass die Cleveland Browns, wenn sie jetzt viel Capspace haben, die dicken Leute einkaufen können. Es ist rein theoretisch möglich, dass die Cleveland Browns sich einen Tom Brady leisten könnten. Oder einen Drew Brees. Drew Brees ist Rachel. Es könnte sein, dass Cleveland sich Drew Brees holt. Theoretisch. Das liegt an dem Salary Cap. Dadurch ist der Wettbewerb einfach zwischen den Teams gleichmäßig verteilt und auch schlechte Teams können sich gute Spieler holen und somit nächstes Jahr ganz schnell Playoff-Team sein oder keine Ahnung, von Zero to Hero, wie man so schön sagt. Es ist ganz einfach so. Philadelphia war vor ein paar Jahren ein durchschnittliches Team. Und hat aber gute Spieler sich geholt und ist jetzt Super Bowl Champion und hat einfach mal New England weggefickt, auch wenn es ein knappes Ding war. Aber solche Dinge sind halt einfach nur im Football möglich und nicht in der Bundesliga. Das liegt zum Großteil tatsächlich am Salary Cap und der Eigenschaft, dass die Spieler hingehen können, wo sie wollen. Gut, liebe Leute, ich glaube, ich habe euch ein bisschen für die Free Agency vorbereitet. Wenn ihr noch Fragen habt zu den einzelnen Begriffen, stellt es mir in den Kommentaren. Wenn die Folge euch gefallen hat, lasst mir ein Like oder Kommentar da. Und ja, dann würde ich sagen, mache ich noch kurz hier das Spiel fertig. Verabschiede mich aber schon mal. Mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt, eine Episode Let's Talk Football. Offense still needing 10 yards, second down. And again they'll throw with Kessler. Caught here left side by Brad. It's a loss of four. Now third down. They'll get to the line here, but remember, it's also third down. Now it's Kessler yet again. And this one incomplete. So the clock stopped now with 20 seconds remaining. But not to get too overcritical there because he knows what he's doing, but his shoulders looked a little off kilter there when he threw that. I don't think you're being overly critical there. You're just analyzing him. He gets those shoulders right. That pass will go from incomplete to complete. And that is incomplete. 16 seconds now on the clock. They had to go for it with such little time remaining. And that'll be just about all she wrote for this one. Victory very much in sight now as they'll take a knee. Nice job. I believe that is challenge met and defeated from where I sit. Congratulations. Good job on this Madden Ultimate Team solo challenge.